Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle. Ich bin zertifizierte Kartenlegerin und vergleiche auch mit Systemen, Numerologie, Astrologie, Human Design und bekomme mediale Botschaften rein. Bin eine Sechserlinie im Human Design System und jetzt schauen wir mal, was so die Tendenz für uns so parat hält. Ich habe jetzt hier so ein kleines Chart gemacht für uns, für euch. Und zwar, ich arbeite hier mit der Numerologie, mit dem aktuellen Mondkalender sowie mit dem Human Design Transit und ziehe euch noch bald in diesem Video so zur Mitte hin eine Law of Attraction Karte. Und zwar, der Mond wächst ja jetzt auch und das sind auch ganz, ganz süße, schöne Karten. Ich mag total gerne so Bilder und Kunst und so. Ich bin emotional definiert im Human Design System. Und finde das total mega geil, so Bilder. Und ich habe auch alles selber gemalt und so, ne? Also, auf jeden Fall ziehe ich euch so eine Karte, weil, Leute, der Mond wächst. Wir haben wirklich morgen den Supermoon, den Supermond in der Waage. Und wir können wirklich noch schön die Zeit nutzen, jetzt, wo der Mond auf dem Weg ist, größer zu werden, wirklich auch Dinge zu manifestieren, ja? Also schnappt euch echt euer Vision Board, meditiert über eure Wünsche, tut so, als wäre das schon längst da in eurer Gegenwart. Tut nicht so, als müsstet ihr das noch erreichen, sondern denkt, ich bin schon reich, schön, in einer festen Beziehung, nicht in einer festen Beziehung, was weiß denn ich, ja, hab das Auto, hab irgendwie dies, das, jenes, blablabla. Also alles, was wachsen soll, darf jetzt wachsen, also wächst jetzt auch. Die, die an Gewicht nicht zunehmen wollen, sollen jetzt halt aufpassen, ja, mit dem Gewicht. Und die anderen, die Muskeln oder sowas, Muskelmasse oder sonst irgendwas irgendwie zulegen wollen, die dürfen halt gern jetzt auch schön trainieren oder was auch immer da halt bei dir wachsen soll. Du merkst schon, alles, was wachsen darf. Sämtliche Kartendecks findest du auch unten in der Infobox verlinkt. Wenn dir da etwas gefällt, Preis bleibt gleich. Also das heißt, heute haben wir den zunehmenden Mond im Sternzeichen der Jungfrau. Ja, es geht auch im Human Design Transit auch sehr darum, was ist, also das habe ich aber auch schon in den anderen Videos gesagt, ich mag mich jetzt auch nicht immer so viel wiederholen, weil sonst erzähle ich auch immer jeden Tag das Gleiche, weil der 1949er, der ist schon die ganze Zeit eine Energie, die uns beeinflusst, die 17 eigentlich auch. Die ganzen Sachen, die habe ich auch schon gesagt, also da kannst du zum Beispiel ganz gern meine anderen Videos anschauen. Ich habe das als Playlist und dann erfährst du auch ganz, ganz viel noch mehr über die Human Design Transite aktuell, weil ich habe auch schon sehr, sehr viel gesagt. Also das heißt, wir möchten wissen, wer, wo unser Zuhause ist, wo unser Tribe ist. Wenn es nicht das Zuhause ist, dann ist es von mir aus der Job. Bin ich noch da, wo ich gelandet bin oder sowas oder wo ich gerade am Start bin, ja? Ob es jetzt dein, wie gesagt, was auch immer das ist, deine Aufgabe im Leben kann das auch sein, deine Rolle im Leben oder da, wo du wohnst, ja, das ist für jeden was komplett anderes. Bin ich dort richtig, ja oder nein? Ist das wirklich mein Leben und was ist meine eigene Evolution mit dem 35er? Interessanterweise, wir haben die Emotionen definiert, keine voreiligen Entscheidungen treffen, lieber mal ein bisschen abwarten, bis wir eine Entscheidung getroffen haben und meine Morgenfrisur spiegelt sich jetzt im Spiegel und das wollen wir nicht. meine Morgenfrisur, ihr Lieben, ich wach auf und mache mir einen Kaffee und mache meine schönen Morgenseiten, schreibe ein bisschen was sehr, sehr der Weisheit dient übrigens. Und dann habe ich mir die Frisur noch nicht so zurechtgezupft und mache dann erstmal das Daily für euch. Ich mache übrigens meine Videos mehrsprachig. Und um ein deutsches Video anzuschauen, jeden dritten Tag so ungefähr kommt auch ein deutsches Video oder vierten Tag, ja. Also die anderen kannst du ignorieren oder wenn du Lust hast, auf Englisch was zu schauen, so kannst du es auch machen, ne? Interessanterweise mit dem wachsenden Mond haben wir auch heute einen numerologischen 8er Tag und morgen einen 9er Tag. Du siehst schon, also gar die Zahlen wachsen mit. Was das mit der 8 hier auf sich hat in der Numerologie, die uns den ganzen März begleitet, habe ich in den anderen Dailies schon was gesagt. Da kannst du dir gerne die Playlist anschauen.
Interessanterweise haben wir aber auch die offene Richtung und aber auch das logische Denken hier sehr definiert sozusagen. Also wir haben halt auch das Tor 17 definiert, und zwar in der sechsten Linie. Also das ist, wir haben hier Zugriff auf Weisheit. Das sind alles kollektive Energien, die uns begleiten. Wir haben Zugriff auf eine gewisse Weisheit. Denken, unser Denken ist sehr klar. Wir haben die Möglichkeit, uns eine fundierte Meinung zu bilden. Das 17er Tor kann aber etwas zur Sturheit neigen, so nach dem Motto, ich habe das jetzt alles so 100.000 Jahre recherchiert. Ich möchte jetzt nichts Neues mehr annehmen, vielleicht an Wissen. Also der komplette Kanal 1762 ist da so ein bisschen, der ist wirklich offen und geht dann so weit, auch wenn er alles weiß, dass er dann immer noch offen ist für das, was er nicht weiß, und dann die Meinung ändert. Der 17er kann da etwas stur sein, aber nichtsdestotrotz, es geht ja darum, dass wir analysieren, wohin wir gehören, dass wir analysieren, was unsere Richtung denn ist, falls deine Richtung offen ist, aber auch für die Leute, die eine definierte Richtung haben, ja? Wir sind ja auch konditioniert, auch wenn wir definiert sind irgendwo. Also das heißt, jetzt haben wir wirklich die Möglichkeit, unseren eigenen Weg eben zu analysieren, rauszufinden, noch keine klare Entscheidung zu treffen, aber das jetzt erstmal wirklich klar zu haben, was denn unser North Node wirklich ist, in die Zukunft, was sind wirklich wir, wer steht uns im Weg, mit wem sollten wir keine Freundschaften, Beziehungen, Geschäftspartnerschaften führen, was repelle ich, ja. Da kann es eben auch sein, dass Leute dann nicht in deinem Leben mehr sind, wenn sie irgendwie nicht korrekt sind mit dir. Und du, weiß ich nicht, also Manifestor zum Beispiel, irgendwie das spürst, also auch als Nicht-Manifestor, jeder Mensch hat jetzt auch die Möglichkeit, Leute aus dem Leben wirklich rauszukicken, die einen irgendwie auch nicht weiterbringen oder sich echt nicht weiterentwickeln wollen. Die Spezies gibt es leider, ja. Na, wer nicht will, wer nicht fühlen will, heißt es, wer nicht hören will, muss fühlen. Ja, so, jetzt machen wir eine Law of Attraction Card. Übrigens, wenn du dich interessierst für eins meiner Readings, unten steht meine E-Mail-Adresse. Du kannst sehr gerne mir eine E-Mail schreiben, und die Info-Mail, die du dann bekommst, ist unverbindlich und umsonst. Gratis natürlich. Du kannst nicht umsonst, aber gratis. Du kannst es dir mal durchlesen, und wenn es dir gefällt, dann meldest du dich einfach wieder bei mir und dann machen wir was aus. Und wenn nicht, dann kannst du es gerne einer Freundin geben oder halt zum nächsten Zeitpunkt dich bei mir melden oder nie, weißt du, das ist einfach so, weil manchmal ist es auch zum Beispiel sinnvoll, mir ein bisschen ein eigenes Thema schon zu schildern, und dann kann ich nämlich auch etwas kann dann empfehlen, wie wir arbeiten können, um halt dein persönliches Thema zu lösen. Ich bin als 6-3er-Profil darin trainiert, verzwickteste Probleme zu lösen, ihr Lieben. Ja, könnt euch das vorstellen. Und ich bin auch keine 20 mehr. Also das heißt, ich glaube, ich mache den Job vielleicht auch, hat vielleicht seinen Wert, was ich das hier mache. Okay, so, guck mal. Ich unterbreche dich nur kurz und sofort geht es weiter im Thema. Ganz kurze Werbepause. Ich möchte dich gerne darüber informieren, dass es eine wunderbare Literatur gibt zum Thema Seelenpartner, ergänzend, unterstützend für dich. Dieses Buch handelt um explizit falsche Seelenpartner. Es ist einfach ein zusätzliches Wissen zu dem, was du vielleicht eh schon weißt, über Dualseelen, über Zwillingsflammen etc. pp. Aber nicht jedes intensives Gefühl ist gleich eine bedeutende Seelenverbindung. Es können auch andere Gründe dahinter stecken. Eine Kundin von mir kam plötzlich so aus dem Nichts quasi noch einmal auf mich zu, hat mir eine E-Mail geschrieben und mich darüber informiert, dass sie dieses Buch geschrieben hat über falsche Seelenpartner. Ein riesiger Schatz für uns alle, denn es ist einfach nützliches Wissen noch zusätzlich für uns alle. Die liebe Pam hat vor ganz, ganz langer Zeit ein Reading bei mir gebucht zum Thema Wunschpartner. Da wollte sie gerne wissen, was der Mann denn für sie fühlt, was er empfindet und all das. Und leider musste ich sehen in den Karten, dass das eher sich um eine Mogelpackung leider Gottes gehandelt hat. Seelenpartner gibt es, aber es gibt leider auch das andere Extrem, wo eben nicht unbedingt etwas daraus wird, und sowas war es. Pamela hat
aus meiner Sicht das Richtige getan und hat sich dahinter geklemmt, hat Informationen gesucht, für euch recherchiert, das Ganze in Buchform gepackt. Es ist wunderbar zu lesen, das liest sich leicht, aber es informiert dich und es ist ein wunderbares zusätzliches Wissen zum Thema. Dieses Buch kannst du sehr gerne bei mir bestellen. Du brauchst mir einfach nur eine E-Mail zu schreiben und ich erzähle dir dann oder erkläre dir dann die folgenden Schritte, wie man das dann erwerben kann. Ist ganz einfach dann zu bestellen bei mir. Und der Preis beläuft sich, meine Lieben, jetzt haltet euch fest, auf nur 5,99 Euro. Und die Pamela hat diesen Preis festgelegt und das finde ich sehr, sehr gut. Aus dem Grund, damit ihr wirklich an das Wissen rankommt und keine Frau dieser Welt, bitte, ihre Zeit, ihre kostbare Lebenszeit, die besten Jahre ihres Lebens, und die meine ich auch, wenn du 50 bist, ich meine die besten Jahre auch, wenn du 30 bist, wenn du 20 bist, das ist wurscht, keine Frau hat eigentlich ihre besten Jahre an jemanden zu verschwenden, der ihr nur Krümel hinwirft, ja. Lies das Buch, es hilft, ich kann es empfehlen, und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Thema bzw. Video. Bis dann. Besitz soll mir dienen und nicht ich dem Besitz. Geil, ne? Schöne Karten. Ich mag die Bilder so gerne, ihr Lieben. Steht da total drauf. Mein 1222er Kanal findet das ganz super. Viel, sich mit viel Kunst und Musik und so zu umgeben. Und schau mal, wie geil das ist. Guck mal den Mond an. Siehst du den Mond? Alle Projektoren haben jetzt schon den Mond gesehen. Die anderen sehen jetzt den Mond. Siehst du den Vollmond? Hammer, oder? Ja, geil, ne? Guck mal, was für eine schöne Resonanz. Und das ist auch hier voll das Wurzelchakra mit den Steinen, Erdung, ne? Ja, wir sind schon recht gut geerdet, sagt mir die Karte auch, ne? Kann sein, dass wirklich auch die wirklich jetzt Geld manifestieren, dass da auch die Kohle jetzt kommt, ja? Liebe Manifestoren, habt ihr schön euer Geldritual gemacht, ja? Damit euch keiner mehr ins Gehege spuckt. Dann hast du genug Kohle, um irgendwie auf niemanden mehr zu hören. Weil dann ist es halt so, ja, also das soll ja, Materie soll Frieden bringen und nicht Arbeit. Einmal, die Anekdote, die darf ich euch nicht vorenthalten an der Stelle. Es wäre wirklich, ich glaube, das Universum würde es mir nicht verzeihen, wenn ich diese Anekdote jetzt hier aussparen würde. Einmal habe ich ein Buch von, oh mein Gott, ich traue mich fast gar nicht, das zuzugeben, aber ich habe ein Buch von Dieter Bohlen gelesen. Und habe mir gedacht, warte mal, Dieter Bohlen. Ist auch eigentlich, weißt du, das ist ja jemand sehr Erfolgreiches. Der wird sicher in seinem Buch auch irgendwas Schlaues drin haben. Weil der Mensch, der verkauft sich ja auch vor dem Publikum irgendwie und hat aber sicher mehr zu sagen, als er eigentlich tut. Wisst ihr, was ich meine? Da habe ich mir gedacht, ich lese mal ein Buch von Dieter Bohlen, habe also das Buch von Dieter Bohlen so eingeschlagen in so eine Heftfolie, damit ich es ohne mich zu schämen auch in Bus und Bahn lesen kann, also halt in den öffentlichen Verkehrsmitteln, und habe das dann immer mit mir rumgeschleppt und habe es dann gelesen. Naja, ich wollte ja nicht da sitzen und dann ist da so dieser, sieht man sofort, was ich lese, das wollte ich jetzt nicht, also habe ich es dann so mitgenommen. Und ehrlich, und ich weiß nicht, das einzig Schlaue in diesem Buch, das einzig Schlaue, ich glaube echt, dieser Mensch hat natürlich auch viel mehr Intelligentes zu berichten, als jetzt irgendwie, als er getan hat in dem Buch. Ich glaube, so ein Buch von Dieter Bohlen ist ein toller Einstieg für Leute, die nie lesen und mal was lesen und dann sagen können, ich habe ein Buch gelesen. Aber egal, keine Wertung. Und da stand da so drin, wenn du anfängst Geld zu, oder wenn du irgendwie mit dem Geld so viele Sachen holst, ja, so Villa, so eine Villa, so ein, was weiß ich, Ferienhaus da, irgendwie eine Yacht da, diesen ganzen Krempel, ich sag mal, auf dem Globus verteilt oder sonst wo, dann macht es dir Arbeit und dann musst du das ständig warten, du musst es andauernd in Schuss halten, du musst ständig das Haus sauber machen und putzen, weil der ganze Scheiß ja dreckig wird. Und das fällt mir gerade so dazu ein. Also ihr Lieben, ich hoffe, dass eure Vermehrung, also auch immer du vermehrst oder nicht vermehrst, ihr könnt es ja in den Kommentaren schreiben, ob ihr den Mond aktiv nutzt oder nicht, ob das gefruchtet hat oder so. Und vielen Dank fürs Anschauen, das war das kleine Mini-Reading.
Und ja, schau dich doch gern auf meinem Kanal um. Zu Ostern mache ich wieder so ein Song-Orakel, wo ich live singe. Da, 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 da. Also abonniere kostenlos den Kanal. Abonnieren kostet ja nichts Geld. Es ist free, for free. Und wenn du diese kleine Glocke da drückst, dann bekommst du auch immer Info über neuen Content. Also ciao, das war eure Michelle. Und ja, genießt die Stille. Das schöne, stille Wochenende. Und ich habe aufgehört, YouTube-Videos zu bingen, zu binge-watchen. Und seitdem ich das mache, als Manifesto, habe ich endlich wieder eine Richtung, ohne eine Richtung zu haben, ne? Ah, das ist jetzt zu kompliziert. Ciao!